meine Mongoosen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. Im letzten Part haben wir mit Marine ein paar Fotos geschossen und dann das Walross geweckt. Dadurch haben wir natürlich den Schlüssel bekommen und können jetzt zum vierten Dungeon aufbrechen. Nein, weg mit dir. Ich auf die Eier, ey. Ich kann nicht glauben. Ach, stimmt. Jetzt kann ich mir auch wieder eine neue Muschel holen. Die ich die ganze Zeit holen wollte. So, wir kommen zurück. Hier, genau an dieser Stelle, habe ich das eben beim letzten Let's Play gemeint, dass wenn man eine Bombe legt, man noch eine weitere Muschel bekommt. Dieses wiederum in dieser Truhe. Was habe ich gesagt? Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Danke. So, das skippen wir jetzt auch wieder. Bis gleich. So, wieder da. Diesmal kaufe ich mir ein paar Bomben, weil ich kaum noch welche habe. 10 Rubine, ja. Vielen Dank, El, und bis bald, El. Okay. So, jetzt bewegen wir uns zum vierten Dungeon hin. Der ist in der Nähe des Tortoise-Gebirges. Aber zuvor gehen wir in dieser Höhle und holen uns eine nette Truhe. Damit. Du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. So. 731. Wird doch langsam. Weg mit dir, Zombie. What's in your head? In your head, Zombie. Okay, lassen wir es lieber. Ich glaube, da drüben das Gebiet haben wir... Geht weg. Auch nicht gesehen. So. Wir wollen ja auch die Karte ein bisschen aufdecken. Ich glaube, das reicht. Ah ja. Okay, ich muss da drüben lang. Genau. Nein! Du hast einen Teil der Macht erhalten, spürst du die Energie? Ja. Tamaranschberg. Schleimsumpf. Ja, stimmt, auf Deutsch heißt er ja Tamaranschberg. Ach ja. Uhu, der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Jedoch beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen wird er aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst. Mein Freund, nur so! Okay, auch wieder schön zu erfahren. Ah ja, wir müssen erstmal hier unten lang. Weg, husch. Aufheben. Ah, Link bewegt sich jetzt so viel schneller. Da haben wir schon Mambo-Höhle. Und da haben wir unseren Eingang. Öffnet sich der Eingang. So. So, jetzt springen wir einmal hier rein, damit wir uns demnächst warten können. Yay. Bling. Bling. Autsch. Geh mir aus den Augen. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, so, yeah, da wären wir. Hier oben kommen wir sowieso später erst hin. Aber man sieht genügend. Nein.
die Macht, ey. Ah, nein, nein! Ja, genau, war so. Okay, richtig. Autsch! Schweine! War hier etwas? Nee, hier war das nicht. Vertauscht mit einer anderen Stelle. Autsch, autsch! Ah, genau. Du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. So langsam kommen wir dem Bogen immer näher. Oh, guck mal da. Hey, Hilfe, Hilfe. Ja, ja. Nein, den können wir ja nicht ignorieren. Den müssen wir leider retten. Weg mit euch. Ja. Tja, ich habe mich verlaufen, wie ich es vorher gesagt habe. Und jetzt bin ich so K.O. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Ja, ey, nein. Du bist ja total herzlos. Oh, ich sterbe. Tja, nein, das überspringen wir. Ja, 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 laber ruhig weiter, komm. Ja, ich hab was Essbares. Diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich verputzen. Lecker. Ich gebe dir dafür einen Hibiskus. Einen schönen sogar. Du hast die Ananas gegen einen Hibiskus getauscht. Ja, yeah, und er putzt das komplett weg. Und jetzt ist er schon weg. Der Typ ist schnell. Er hat links Pegasus-Stiefel geklaut und hat die jetzt an. Diese Truhe habe ich gerade eben aus einem guten Grund nicht geöffnet, weil da nur ein Schleimi drin ist. Unnötige Truhen. Die wollen das Spiel, die Spieler halt trollen. Zu dem Zeitpunkt wollten sie die Spieler trollen. So, wenn ich hier runterspringe, dann sind wir da. Level 4. Wundertunnel. Oh ja, der Wundertunnel. Ah, die Musik hat mich damals in den Wahnsinn getrieben. Und ich ziemlich viele Probleme mit diesem Level hatte. Oh, du bist nicht. Ich habe mir eben Bomben gekauft. Und ich finde hier Bomben. Ich kaufe nie wieder Bomben. Ich weiß, warum ich mir eigentlich nie welche gekauft habe. Und warum mache ich es jetzt? Ich weiß es nicht. Oh. Stachis. Noch mehr. Die sind überall in diesem Level. Schwein gehabt. Der Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Ja, und da haben wir schon ein akustisches Signal wieder. Dum, 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 dum. Oh, ein Rubin. Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Ja, aber nur fast. Und da haben wir ein weiteres Schloss. Husch, husch. Es ist eigentlich totaler Humbug, was ich hier mache. Denn ich muss da drüben lang. Hier, ja. Hier kann man auch schon die nächsten Räume sehen. Nun hast du das fehlende Teil der Steintafel, was wohl auf der Tafel zu lesen ist.
Gute Frage, was ist denn da drauf zu lesen? Mehr erfährt ihr später. Oh, dieser... Ich hasse es, wenn man weit springen muss. Weil mein Controller manchmal nicht reagiert. Ah, jetzt hat er wieder reagiert. Okay, schön. Dun, 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 dun. Ah, ich hab nur die Schlummermorsche mit. Sollte ich mal wieder gegen Zauberpulver eintauschen? Dann kann man diese Viecher besiegen. Und ein weiterer kleiner Schlüssel. Wunderbar, wunderbar. So. Oh nein, nein, nein. Oh, weg mit euch. Ups, heb's noch hoch. Werf. Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Schön. Und da haben wir sogar Herzen. Yeah. Geil. Dum, dum, dum. Jetzt brauchen wir wieder die Stiefeln. Da haben wir sie ja. Oh. I did it. Ich hab's geschafft. Ach, was ist denn da? Die Karte mit Start, kannst du einen Blick auf sie werfen? Ja, später vielleicht. Durch den ganzen Weg. Wirklich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Mann! Hey! Auch die Fliege! Autsch! Ich hab ein Herz verloren. Naja, ein halbes, aber trotzdem, es tut so weh. Autsch! Mir blutet das Herz. Husch, husch. Dum, 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 dum. Ja, ja. Was? Wieso ist der Rubin einfach verschwunden gerade? Weil er Wasser lag? Naja, egal. Oh. Schusch. Wow. Wenn man diese besiegt, dann... Ah. Ein Gitter, es reduziert die Verletzung durch die Gegner um die Hälfte. Fällt der Schlüssel runter. Aber deswegen muss man ja auch hier langlaufen. Da ist der Schlüssel, aber ich kann ja noch nicht schwimmen. Und deswegen bringt mir der Schlüssel gar nichts. Ja, weg. Husch. Husch. So. Yeah. Die Reihenfolge, in der du über die blinkenden Steine wandelst, ist des Rätsels Lösung. Okay. Ja, ja, die blinkenden Steine. Die haben mich sehr oft aufgeregt. Husch. Bam. Und wieder ein Schleimi. Wundervoll. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Wundervoll und wunderbar. Da haben wir die schönen blinkenden Steine. Mit dem kleinen Schlüssel. Ich habe wieder einen kleinen Schlüssel. Yay. Und hier komme ich nicht lang. Da sieht man auch, welche Reihenfolge man diese Steine betätigen muss. Bringt uns aber noch nicht so viel, wenn wir... Autsch. Noch keine Flossen haben. So.
Weg. Ja, man kann diesen Gegner bekämpfen, indem man einfach über den springt und den dann schlagt, auf den Rücken schlägt, schlagt, ja, egal. Aber er dreht sich wieder, deswegen muss man vorsichtig sein. Aber man kann es sich auch leicht machen, indem man sich nach hier oben stellt. Passiert gar nichts. Das ist ein Bug des Spiels. Ob er gewollt ist, keine Ahnung, ich schätze einfach mal nicht. Aber man kann dadurch den Gegner einfach treffen und besiegen, weil er uns nicht trifft. Easy, oder? Ja, da zieht sich was zusammen. So. Yay. We did it. Jetzt haben wir etwas sehr Praktisches. Jetzt besitzt du endlich ein paar Schwimmflossen. Drückst du beim Schwimmen den B-Knopf, kannst du sogar tauchen. Yay, tauchen. Oh. Woo. Ja, diese Gegner sind eigentlich ein bisschen nervig. Hier wird uns gezeigt, welche Platten wir betätigen müssen, damit wir weiterkommen. Auch drüben. Und zwar an dieser Stelle hier. Erst den, dann den. Jetzt den hier. Nun den. Und zuletzt den. Jetzt haben wir einen Weg. Den Weg gehen wir aber erst später lang. Weil wir den noch nicht lang gehen müssen. Aua. So, jetzt habe ich aber wieder die normale Musik drin. Die viel wohl klingendere Musik. Ach, ich kann ja jetzt schwimmen. Autsch. Alter. Ah, jetzt habe ich einen Schlüssel vergessen. Ich dummer Mensch. Weg. Du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. Bogen, ich komme. So, da wir jetzt schwimmen können, können wir uns endlich... Oh nein, bloß nicht. Den Schlüssel holen. Oh nein, warum jumpst du denn nicht? Link, was tust du da? Autsch, das hat wehgetan. Mann, Link. Yay. Ja. Naja. Nein, schon wieder. Du hast ihn gehört und reduziert die Kräfte. Bla bla bla, um die Hälfte. Jetzt aber. Egal, Herzen habe ich sowieso wieder bekommen. Von daher stört das ja wohl keinen. Weg. Yeah, noch mehr Rubin. Überall diese Schiebschiebs. Hier musste ich leider noch nicht hin. Bringt hier auch nicht viel. Einfach rüberjumpen. Ich hätte beinahe vergessen, dass ich da hinten noch lang muss. Autsch. Da kriege ich irgendwie Schaden ab. Bin ich überhaupt gerade richtig gelaufen? Ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Ja, stimmt hier. Autsch. Oder doch nicht? Eieieiei. Clou, jetzt benimm dich mal nicht wie ein Mongo. Da haben wir es doch. Ich Blindfisch. Ja, dachtest du wohl, hä? Hier bin ich. So. Endlich mit den großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Yeah. Ich möchte jetzt nicht auch, darum gehen, also machen wir einfach so. Ein Jump hier rüber.
doch, ich habe alles. Futter! Blub, 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 blub. Ja, ja, ich bin kein Essen. Der wohl eigentlich leichteste Gegner. Er ist sogar leichter als alles andere. Schon hat er schon verloren. Ist einfach zu leicht. Und hoch. Yeah! Du hast die Neptun-Harfe erhalten. Klingt sie nicht wundervoll? Ja, die Harfe klingt jetzt nicht wirklich ganz so wie eine Harfe, aber trotzdem ganz schön. Bucht. Mit voller Wucht. Geht zur Bucht. Was für ein Reim. Naja, egal. Das war's auch wieder von diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Part, meine lieben Mongos. Beim nächsten Part. Hallihallo, meine lieben Mongos, und willkommen auf der Endcard. Klickt ihr auf das linke Bild, dann kommt ihr zurück zum letzten Part. Klickt ihr auf das rechte Bild, ja, dann kommt ihr zum neuen Part. Wenn ihr auf den Abo-Button klickt, dann werdet ihr kein Video mehr von mir verpassen. Oder ein Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht, um mich zu supporten. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.